Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Akkuschrauber-Sets und damit ihr das richtige Modell für eure Bedürfnisse finden könnt, werden wir euch in diesem Video drei verschiedene Sets von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Wir schauen uns also an, was genau ihr für wie viel Geld bekommt. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Für weitere Informationen zu den Akkuschrauber-Sets könnt ihr gerne auch mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir alle drei für euch verlinkt. Starten wir nun aber mit dem ersten und auch günstigsten Set in diesem Vergleich und dies ist vom Hersteller Metabo. Es handelt sich um das Bohrschrauber-Set BS18. Dieses besteht aus einem 18 Volt Akkuschrauber von Metabo, zwei 2 Ampere Stunden Akkus sowie einem Kunststoffkoffer mit Zubehör zum Bohren, Schrauben und vielem mehr. Der Akkuschrauber besitzt ein maximales weiches Drehmoment von 24 Newtonmetern und einen maximalen harten Drehmoment von 48 Newtonmetern. Damit kann er es auf eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 1600 pro Minute bringen. Ein starker Wert, mit dem bis zu 10 mm in Stahl und 20 mm bei Weichholz gebohrt werden kann. Mit nur 1,3 Kilogramm verfügt der kompakte Bohrschrauber über ein sehr leichtes Gewicht und ist für einen vielseitigen Einsatz geeignet. Das integrierte Arbeitslicht des Bohrschraubers dient zum Ausleuchten der Arbeitsstelle und der praktische Gürtelhaken des Modells ermöglicht es, den Schrauber auch gut zu transportieren. Bei den Akkus handelt es sich um Schnellladeakkus, auf die der Hersteller Metabo auch eine 3 Jahre Garantie gibt. Beim Zubehör bietet uns Metabo in seinem gut sortierten Kunststoffkoffer viele Aufsätze und Bits, beispielsweise verschiedene Holz- oder Stahlbohrer in verschiedenen Größen, verschiedene Schraubenzieheraufsätze für den Akkuschrauber sowie auch Cuttermesser, Zeichenstifte oder ein 5 Meter Maßband. Auch im Lieferumfang dabei natürlich das Akku-Ladegerät, durch das man beim Arbeiten immer den Ersatzakku aufladen kann, sodass man stets einsatzbereit bleibt. Das Besondere an dem Modell ist aber, wie wir finden, vor allem auch der Preis. Das Modell ist mit deutlichem Abstand das günstigste im insgesamten Vergleich und kostet aktuell nur 150 Euro. Mehr Infos zum BS18 Metabo Set über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren oder dieses auch gleich bestellen. Als nächstes möchten wir euch das Set aus der Mittelklasse vorstellen und auch den Bestseller im Vergleich. Es handelt sich um das GSB 18V21. Dieses besteht aus dem 18 Volt Akku Schlagbohrschrauber GSB, zwei 2 Ampere Stunden Akkus mit Ladegerät sowie auch einem 40-teiligen Aufsatz- und Bit-Zubehörset. Die Maschine an sich bietet eine professionelle Leistung von bis zu 55 Newtonmeter Drehmoment bzw. 1800 Umdrehungen pro Minute in der Leerlaufzahl. Zudem bietet der Schlagbohrschrauber eine Schlagzahl von bis zu 27.000 Schlägen pro Minute. In Kombination mit der starken Drehmomentstufeneinstellung von 21 Stufen ist das Gerät auch für professionelle Einsätze geeignet. Es kann bis zu 35 mm in Holz, 13 mm in Stahl und bis zu 10 mm im Mauerwerk bohren. Überzeugen kann das Gerät an sich auch durch sein 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, seine insgesamt sehr hochwertige und robuste Verarbeitung mit ergonomischem Gummihandgriff, das LED-Licht für eine Ausleuchtung der Arbeitsstelle und sein für diese Größe noch relativ kompaktes Gewicht. Zudem haben wir hier im Lieferumfang, wie gesagt, einiges an Zubehör dabei. Dies sind vor allem Bits und Schraubenzieheraufsätze in verschiedenen Formen und Größen, mit denen man für unterschiedliche Einsätze gewappnet ist. Zwar ist dieses Set nicht allzu umfangreich wie andere Sets in diesem Vergleich, das Herzstück ist hier aber vor allem auch der leistungsstarke Akku-Schlagbohrschrauber. Mehr Infos zu diesem Modell und zu diesem insgesamten 40-teiligen Set über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren oder das Set bei Interesse natürlich auch bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch das mit leichtem Abstand hochpreisigste, aber vor allem auch hochwertigste Set vorstellen. Es handelt sich nämlich um den Makita DHP 482RFX9 Akkuschlagbohrschrauber mit seinen zwei 3 Ampere Stunden Akkus, dem Ladegerät und vor allem dem Alu-Koffer mit 96-teiligem Zubehörset. Dieses Gesamtset kostet nur ungefähr 15 Euro mehr als das Bosch-Set. Dabei haben wir den leistungsstärksten Akkuschlagbohrschrauber im Vergleich, welcher mit 62 Newtonmeter Drehmoment kommt, sowie einer insgesamten Leerlaufdrehzahl von bis zu 1900 pro Minute. Einstellen kann man diese in zwei Stufen, bei 600 und eben diesen 1900 Umdrehungen.
Auch die Leerlaufschlagzahl des Schlagbohrschraubers kann sich sehen lassen. Mit 28.500 pro Minute ist auch dies hier der höchste Wert und auch diese ist in zwei Stufen bei unter anderem auch 9.000 Schlägen pro Minute einstellbar. Damit kann das Modell eine außerordentlich starke Bohrleistung von bis zu 38 mm in Holz, 13 mm in Mauerwerk und 13 mm in Stahl erreichen. Dieser kraftvolle Bohrschrauber besitzt eine trotzdem noch sehr handliche und kompakte Bauform. Dabei ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, natürlich ein Rechts-Links-Lauf sowie auch ein Schnellspann-Bohrfutter. Auch ist das Modell perfekt gegen Staub und Spritzwasser geschützt, kann also auch bei härteren Bedingungen eingesetzt werden. Des Weiteren dabei ein praktischer Goethe-Clip und ein Tiefenentladeschutz, dass sich das Modell ausschaltet, bevor der Akku komplett entladen ist. Vor allem überzeugend tut hier aber auch das Zubehör. Dabei haben wir wie gesagt zwei 3 Amperestunden Akkus, ebenfalls der Bestwert im Vergleich, was die Akkukapazität angeht, sowie auch ein 96-teiliges Zubehörset im Alukoffer, ebenfalls der Bestwert. Zum Zubehörset gehört alles, was man so braucht. Dabei haben wir unzählige Aufsätze und Bits, Schraubenzieher, Cuttermesser, ein Maßband und weiteres Werkzeug zur Unterstützung beim Bohren. Insgesamt überzeugt hier vor allem das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell kostet nur etwas über 200 Euro und wie gesagt nur 15 Euro mehr als das als zweites vorgestellte Bosch-Modell, kommt dabei aber mit einer stärkeren Maschine, stärkeren Akkus und auch einem besseren Zubehörset mit sogar einem großen, stabilen Alukoffer. Also, wer sich nun weiter zum Makita-Set interessiert, der kann gerne über den dritten Link in der Videobeschreibung alles Weitere zu diesem Set erfahren. Für welches Set habt ihr euch nun entschieden? Oder habt ihr noch eine Frage? Schreibt uns das alles gerne in die Kommentare und abonniert gerne den Kanal, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Akku-Schlagbohrschrauber-Set.